2022 war für mich auf jeden Fall ein mega geiles YouTube-Jahr. Ich hatte unglaublich viel Spaß dabei, Videos zu produzieren. Und deshalb gehen wir mal kurz drüber, was ich alles so für 2023 auf meinen YouTube-Kanälen geplant habe. Angefangen mit meinem Uncut-Kanal habe ich halt weiterhin vor, Daily DVD-Uploads zu bringen, weil das einfach so, ja, ich stehe halt für DVD, was soll ich euch sagen. Zusätzlich werde ich natürlich weiterhin random Uploads bringen, wie zum Beispiel Warzone, Fortnite, Rumbleverse, Fall Guys, Valorant etc. etc. Aber dafür habe ich mir jetzt feste Tage festgelegt, und zwar Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag, damit also 4 zusätzliche Videos pro Woche kommen. Und die größte Neuerung für den Uncut-Kanal wird auf jeden Fall sein, dass ich versuche, Daily Uploads zu bringen bezüglich Story-Game-Let's Plays. Dahingehend weiß ich aber noch nicht, ob ich jetzt schon diesen oder erst nächsten Monat damit anfangen werde. Das ist ein bisschen internettechnisch abhängig bei mir leider. Und ja, die anderen Story-Games, die ich schon mal angefangen habe, wie zum Beispiel Resident Evil 7 oder God of War und, die werden von mir jetzt alle abgebrochen und ich werde die alle irgendwann mal neu bringen, weil die alte Qualität hat mir ehrlich gesagt gar nicht gepasst und ich will zusätzlich auch noch ein paar Zusammenschnitte von den Storygame-LPs auf meinem Hauptkanal bringen. Weiter geht's mit meinem Hauptkanal, aka meinem Hauptgaming-Kanal, Cut-Gaming-Kanal, wie ihr es nennen wollt. Ich strebe auf jeden Fall Weekly Uploads an. Das werden wahrscheinlich größtenteils so Challenge-Videos, wie zum Beispiel habe ich mir schon in den Kopf gesetzt, zum Beispiel in Rumbleverse jetzt nur mit grünen Moves zu gewinnen und so weiter und so fort. Und dann habe ich noch zusätzlich vor, einmal im Monat, wahrscheinlich so halt um die Mitte herum, ein Best-of des Vormonats zu bringen, beginnend ab Februar. Und wie schon angesprochen, will ich die Storygame-LPs, die ich auf den Uncut-Kanal bringe, nochmal Cut auf dem Hauptkanal bringen und bestenfalls natürlich funny zusammenschneiden. Weekly Uploads werde ich dann ebenfalls für meinen Anime-Kanal anstreben und da werde ich dann halt so Stuff bringen wie Top-Listen, Season-Vorschaus und natürlich werde ich auch die Seasonal-Tierlists weiterführen und neue Tierlists machen, wie zum Beispiel Charakter-Tierlists zu Kaguya-sama oder so. Also halt einfach viel mehr Stuff als zuvor. Und zum abschließenden Abschluss werde ich eventuell, wenn ich nicht mit dem ganzen Shit schon überfordert bin, noch ein paar Reactions bringen oder podcastmäßig könnte ich mir vielleicht noch was vorstellen. Aber das ist alles rein hypothetisch. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt das andere alles hinbekomme. Deshalb gucke ich einfach mal, was im Jahre 2023 noch alles auf mich zukommen wird. Und ich hoffe, ihr begleitet mich weiterhin auf diese Reise, Freunde. Und wünsche euch ein gutes neues Jahr und ciao, Leute.